Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum diesjährigen Global Outlook. Mein Name ist Marta Kwiatkowski, ich bin Senior Researcher hier am Gottlieb-Duttweiler-Institut und die stellvertretende Forschungsleiterin. Ich begleite Sie heute Abend durch das Programm. Und ja, genau vor ziemlich genau einem Jahr, am 24. Januar 2020, hat Frankreich dem WHO-Regionalbüro für Europa offiziell 3 bestätigte Fälle einer Infektion mit dem 2019-nCoV gemeldet, dem neuartigen Coronavirus. Ein Jahr später haben wir weltweit nicht nur mit den Mutationen des Virus zu kämpfen, sondern mit weitreichenden Folgen der Covid-19-Krise. Sie bremst die Wirtschaft in ungekannter Weise, beschleunigt und verstärkt globale Entwicklungen wie beispielsweise die Digitalisierung. Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz und damit auch ihren Verdienst. Laut Schweizer Wirtschaftsforschern schmälert sich das Einkommen im Jahr 2020 und 2021 um rund 1700 Franken pro Kopf. Was sind die Folgen dieser Entwicklung? Die Einschätzungen dazu hören wir heute Abend von Dr. David Bossart und Oliver Nachtwey. Er seinerseits Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaftler und Professor für Sozialstrukturanalyse an der Universität Basel. Der Autor des Buches Die Abstiegsgesellschaft wird am GDI über die Ursachen und Folgen der beschleunigten sozialen Wandels sprechen. Kurz zum Ablauf der nächsten Stunde. Nach den beiden Einführungen und Präsentationen werden wir im zweiten Teil die Möglichkeit haben, insbesondere auf Ihre Fragen aus dem Publikum einzugehen. Und bitte schreiben Sie die Frage in den Q&A-Bereich. Wir versuchen auf jeden Fall auf möglichst viele Fragen von Ihnen einzugehen. Wir haben viele Teilnehmer, das freut uns sehr. Und entsprechend werden wir hier versuchen, wirklich möglichst viele Fragen aufzunehmen. Auch im Verlauf des Abends werden wir 2 Voting-Fragen an Sie stellen, an das Publikum stellen, die wir im Verlauf der Veranstaltung einspielen werden, sodass Herr Bossart und Herr Nachtwey auch noch auf die Möglichkeit haben, diese Einschätzungen zu kommentieren. So, zur gemeinsamen Einstimmung kommt hier schon bereits die erste Frage, bevor ich dann an Herrn Bossart übergebe. Die erste Frage ist, der digitale Kapitalismus, digitale Kapitalismus ist global und schreitet voran. Ökonomische Zwänge scheinen politischen Gestaltungsraum einzuengen. Ist Politik überhaupt noch in der Lage, die Entstehung neuer Klassen zu stoppen? Hier haben Sie die Möglichkeit, Ja oder Nein zu wählen. Genau, und dann kommt direkt auch die zweite Frage. Wenn ja, wer am ehesten ist dazu in der Lage? Die Schweiz mit ihren föderalen Strukturen und der starken Mittelschichtorientierung, Deutschland, Rot-Rot-Grün könnte es richten, die EU mit dem Finanzausgleich und Arbeitsmarktintegration können uns von den USA und China unterscheiden. Die USA, die haben die Kraft und den Pioniergeist zur Erneuerung, oder China, dieser autoritäre starke Staat mit starker Wirtschaftsleistung kann Wohlstand angemessen verteilen oder auch andere, wenn Sie sich hier nicht für eine Option entscheiden mögen. Ich lasse ein bisschen Zeit. Okay, haben wir schon ein Resultat? Okay. Ja, 54 glauben an die Politik, nein, 46%. Am ehesten traut man es tatsächlich der Schweiz zu, gefolgt von der EU, Deutschland, nein, zuerst kommt China, Deutschland. Okay, dann begrüße ich Herrn Bossart für die Einführung. Vielen Dank. Ja, danke, Frau Kwiatkowski. Meine Damen und Herren, ein relativ überraschendes Ergebnis scheint mir aber zu reflektieren, was wir in den letzten Jahren schon gesehen haben. Das Vertrauen in die USA ist noch nicht wieder hergestellt.
China hat aufgeholt in Europa, eine der schwierigen Fragen auch in verschiedenen Bereichen, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, wo geht das Vertrauen hin? Der Schweiz mutet man noch relativ viel zu. Das hat sicher damit zu tun, dass wir wirklich noch eine sehr starke und sehr breit definierte, auch gefühlt breit definierte Mittelschicht haben. Aber insgesamt, wenn wir die Literatur überschauen, können wir sagen, es hat wirklich der Kapitalismus gewonnen. Die Frage ist einfach, welche Art von Kapitalismus? Ist es der sehr autoritäre Staatskapitalismus chinesischer Prägung? Oder ist es der immer noch auch autoritäre, neoliberale Kapitalismus in den USA? Und was heißt das für Europa? Was können wir aus der Vergangenheit an positiven Errungenschaften in dem Wohlfahrtsstaat, im Sozialstaat, dass wir in der Industriewelt erarbeiten, was können wir hinübertragen in die moderne, digitale und globale Welt hinein? Wir sehen heute gerade die Mitte ist sehr schwierig zu definieren geworden. Traditionelle Mitte-Links-Parteien sind in den letzten 30 Jahren etwa nur ein Grund durch Bildung nach rechts gerückt, während umgekehrt sehr viele der traditionellen Mitte-Rechtsparteien eher nach links gerückt worden sind, sind, etwa indem sie mehr auch für Migration sich offener eingestellt haben oder eben auch nationale Themen anders bewertet haben. Das heißt aber, die Mitte ist heute sehr, sehr diffus geworden und wir wissen nicht, wo das hingeht. Die alte Ordnung, denke ich, die industrielle Welt, das nur ganz kurz anzuskizzieren, hat natürlich sehr viel geholfen, um Wohlstand gerechter zu verteilen. Es gab sehr viele Hierarchieebenen. Auch wenn jemand eine eher bescheidene Ausbildung hatte, konnte, wenn er wollte, relativ rasch aufsteigen und eben auch Ansehen und gesellschaftlichen Status gewinnen. Wenn wir heute sehen, die digitale Welt hat viel weniger Hierarchien, aber operiert eigentlich unter dem Strich viel weniger sozial als die vielen Hierarchien in der alten industriellen Welt. Wir brauchen spezifische Skills und die müssen möglichst international einsetzbar sein. Wenn wir schauen, auch wirtschaftlich ist es uns nicht gelungen, von den ganz alten Maßstäben Abschied zu nehmen. Das BIP ist immer noch der wichtigste Indikator. Wir schauen sehr stark auf den Gini-Index und auf den materiellen Wohlstand. Interessant ist, was Branko Milanović kürzlich gesagt hat, zum ersten Mal seit zwei Jahrhunderten ist die untere Mittelschicht in der westlichen Welt global nicht mehr im oberen Quantil vertreten. Wenn Sie nach Asien gehen, sehr viel von der Mittelschicht ist einfach übertragen worden nach Asien. Und wenn Sie dann ganz hinaufgehen bei den allerreichsten Menschen, da sehen Sie, die ganz großen Vermögen werden heute viel mehr in Asien angehäuft als bei uns. Wenn wir alle die verschiedenen Trends anschauen der letzten Jahre, ich will nur drei hervorheben: Digitalisierung, Eintritt Chinas in die WTO, Finanzmarktkrise, aber wir unterschätzen vielleicht immer auch noch ein bisschen die Demografie. Immer schwingt hier auch mit, was heißt das für das Thema Ungleichheit und Klassengesellschaft. Vor allem auch in den wohlhabenden westlichen Demokratien, Schweiz, Deutschland und in Europa. Die Pandemie, haben wir gesehen, hat diese Entwicklung noch zusätzlich verstärkt. Zum Beispiel die Extremarmen mit weniger als $2 Einkommen haben weltweit um 125 Millionen zugenommen. Und der Zugang zu Impfstoffen sieht diese Menschen ebenfalls am Schluss der Warteschlaufe. In der Schweiz, wie gesagt, haben wir noch eine sehr starke Mittelschicht. Wir sind durch langanhaltenden Wohlstand vielleicht auch etwas blauäugig und naiv geworden gegenüber dem Wandel. Niemand kann sagen, ob das so bleibt. Aber ich freue mich, dass wir heute Abend natürlich mit Herrn Professor Nachtwey einen kompetenten Referenten haben und mit Ihnen vielleicht diese Themen auch ein bisschen synoptisch und spekulativ angehen können. Bitte, Frau Kerkowski. Vielen Dank, Herr Bossart. Ich freue mich dann auf die Diskussion mit Herrn Nachtwey und dann werde ich Sie wieder dazu begrüßen und vertiefter auf die Fragen eingehen. Nun begrüße ich herzlich Herrn Oliver Nachtwey. Er ist, wie gesagt, Professor, forscht auch zum Wandel der Arbeit, der gesellschaftlichen Modernisierung und ihrem Einfluss auf die Sozialstruktur. Ferner beschäftigt er sich mit dem Wandel politischer Repräsentation, Protesten und sozialen Bewegungen. In seiner jüngsten Forschung fokussiert er insbesondere auf die gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung. Für sein Buch «Die Abstiegsgesellschaft über die Aufbegehren in der regressiven Moderne» erhielt Professor Nachtwey mehrere Preise. Seine Bücher und Aufsätze werden in zahlreiche Sprachen übersetzt. In diesem Sinne herzlich willkommen, Herr Nachtwey.
Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank an das Gottlieb-Duttweiler-Institut und Herrn Bossert für die Einladung. Herr Bossert hat jetzt schon viele Themen angesprochen. Ich werde in meinem hoffentlich kurzen und einigermaßen kurzweiligen Vortrag nur einige wenige ansprechen können. Ich habe Ihnen jetzt sehr viele Daten mitgebracht. Ich möchte darauf hinweisen, die Daten sind erstmal da als Evidenzen für meine Argumentation und ich möchte Ihnen, ich schalte mal jetzt einmal die Präsentation frei. Sehen Sie das schon? So, jetzt sollten Sie es sehen. Also es war angekündigt als die neue Klassengesellschaft. Ich möchte Ihnen drei Aspekte vorstellen, wo ich denke, dass die für die Zukunft von großer Bedeutung sind. Das erste nenne ich die Asset-Klassengesellschaft. Dazu werde ich gleich noch ein paar mehr Daten präsentieren, nämlich der Wandel der Klassengesellschaft, die sich vor allen Dingen über die Berufe strukturiert, sondern wo Aufstieg und Klassenlage immer mehr durch das Einkommen, nicht durch das Einkommen, sondern durch das Vermögen bestimmt werden. Das zweite ist die digitale Transformation, eine große Kontroverse in der Öffentlichkeit, in den Wissenschaften. Da bin ich etwas optimistischer, als es viele Beobachter sind. Und die dritte Frage, wie hängt das Ganze nämlich mit der Corona-Gesellschaft oder der Post-Corona-Entwicklung zusammen? Nach den Beobachtungen oder nach den Einschätzungen am Anfang, dass der Coronavirus so etwas wie ein großer Gleichmacher sei, kann man jetzt schon nach einem Jahr Corona-Krise sagen, das ist ganz und gar nicht so. Der Coronavirus, nicht der Virus selbst, aber wie er auf eine Gesellschaft trifft und wie die Gesellschaft ihn bearbeitet, produziert sogar mehr Ungleichheiten am Ende. Also die Asset-Klassengesellschaft, der erste Punkt. Die Daten, die Sie jetzt sehen, die ich Ihnen vorstelle, das sind im Wesentlichen Daten von Thomas Piketty aus seinem wirklich ganz wunderbaren Buch Kapital und Ideologie, was er im vorletzten Jahr veröffentlicht hat. Und Piketty hat global eine Datenbank aufgebaut. Das ist also wissenschaftlich von allerhöchsten Werten, was er unter anderem zeigen kann. Sie sehen hier drei Farben, die nach Ländern gruppiert sind. Das Grün sind die USA, Indien, das Blau sind Europa und China. Wir interessieren uns jetzt derzeit gerade vor allem für Europa und die USA. Und was man erstmal sehen kann, ist, dass am gesamten nationalen Einkommen der untere Teil, also der Median des Einkommens, verloren hat am Gesamteinkommen. Nicht besonders viel, aber wenn man bedenkt, dass auch die Erwerbsbevölkerung gestiegen ist in diesen Ländern, ist das doch erheblich. Vor allem, wenn man sich dann anschaut, dass die oberen 10% nochmal deutlich hinzugewonnen haben. Und nochmal drastischer sehen Sie das bei den grünen Linien. Das sind nämlich dann die USA. Da hat quasi die untere Hälfte der Bevölkerung, und man sagt immer, es gibt unterschiedliche statistische Maßstäbe, zwischen den 30 und 70%. Das ist die Mitte, das heißt sozusagen zu den unteren 50% gehört auch ein wesentlicher Teil der unteren Mittelklasse. Die haben eben auch in der Einkommensstruktur gegenüber den obersten Prozent erheblich verloren. Das sehen Sie in den USA ganz dramatisch, wenn sich das Verhältnis am Nationaleinkommen anschauen zwischen den Top 1% im Verhältnis zu den unteren 50%. In Europa eine ähnliche Tendenz, aber nicht in der Dramatik wie in den USA, wenn man so möchte. Man kann daraus auch ein wenig ablesen, warum es in den USA Trump gegeben hat und in Europa die Rechtspopulisten zwar aufgestiegen sind, aber nicht diese Wucht entwickeln konnten. Worauf ich aber hinaus möchte, ist Folgendes, und das sehen Sie in der jetzigen Grafik. Hier hat Piketty einmal das Verhältnis zu den Einkommen aus Erwerbstätigkeit, zu den Einkommen aus Kapital und Vermögen gesetzt. Und was Sie jetzt sehen, ist, dass die Dramatik und die Entwicklung in der Einkommensungleichheit in den letzten 10 Jahren durchaus auf der Ebene der Politik ein Thema war. Und das heißt, man hat teilweise gegengesteuert. Deutschland, wo ich herkomme, hat sehr spät aber einen Mindestlohn eingeführt.
Die Gewerkschaften haben, weil es zumindest in Europa ein relatives Wachstum nach der Finanzkrise 2010 gab, auch einige Lohngewinne einstreichen können. Es gab größere fiskale, aber vor allen Dingen monetäre Interventionen. So, und das heißt, das hat aber zu Folgen geführt, seit etwa 2000, 2010 ist sozusagen das Verhältnis der Erwerbseinkommen relativ stagniert, aber die Einkommen aus Kapital und Vermögen, die sind gewachsen. Und jetzt dann komme ich ganz datengetrieben, werde ich ganz persönlich, in die persönliche Evidenz. Also aus verschiedensten Gründen hat man mir in Basel unsere schöne Mietwohnung gekündigt in diesem Jahr. Und als Professor in der Schweiz, hat man ein sehr, sehr schönes Leben, eine hohe Lebensqualität und ein sehr, sehr gutes Einkommen. Ein Einkommen, was weit über dem Einkommen eines deutschen Professors liegt. Aber wenn man wie ich aus einem ehemaligen Arbeiterklassenhaushalt kommt, mein Großvater war noch Fabrikarbeiter, mein Vater war dann schon ein Aufsteiger, der zumindest ein Fachhochschulstudium gemacht hat. Aber in unserer Familie gibt es relativ wenige familiäre Rücklagen an Erbe. Also als gut verdienender Basler Professor ist es kaum möglich, in Basel ein Eigentum zu erwerben. Ich musste dafür quasi alle familiären Ressourcen mobilisieren. Worauf ich hinaus möchte, ist, früher, Herr Bossert hat gesagt, war Leistung und Qualifikation das waren die Haupttreiber von dem sozialen Aufstieg. Ich habe in meiner Forschung mit Berliner Taxifahrern gesprochen und es war für mich wirklich erhellend. Die haben gesagt, in den 70er Jahren, das war kein schöner Job, man musste viel arbeiten, aber man konnte sich als Taxifahrer in Berlin in den 70er Jahren ein kleines Häuschen am Rande von Berlin zu seinem Eigentum machen. Man musste zwar Zinsen zahlen, das war nicht einfach, aber es ging. Das ist heute nicht möglich. Und das heißt, die Klassenstruktur entwickelt sich nicht mehr nur noch über die Einkommen, sondern immer stärker über die Vermögen. Und das sehen Sie so ein bisschen, Piketty hat jetzt mal sehr viele Beispiele aus Frankreich, weil er daherkommt und da die besten Daten hat. Das heißt, je höher man in der Einkommensstruktur nach oben kommt, desto stärker wird die Rolle der Kapitaleinkommen. Und wenn Sie das sehen, und das sozusagen, wenn Sie das jetzt sich bei den Vermögen anschauen, dann ist es vor allen Dingen die Vermögenspreisinflation. Das heißt, die hat sehr viel damit zu tun mit dem Verhalten und den Aktionen der Zentralbanken seit der Finanzkrise 2010. Das heißt, sehr, sehr niedrige Zinsen, man kann sich billig Geld leihen, die Löhne stagnieren, die Preise stagnieren, es ist ja immer sehr amüsant, regelmäßig den Wirtschaftsteil der NZZ oder der FAZ zu lesen. Ich lese jede Woche, jetzt kommt die Inflation. Ich denke immer als Arbeitssoziologe, für Inflation bräuchte es eigentlich auch einen besser regulierten Arbeitsmarkt. Solange die Löhne nach unten flexibel sind, wird es nicht so schnell Inflation geben. Was man aber sieht, die Löhne haben stagniert, das haben Sie gesehen. Aber hier sieht man, dass die Vermögenspreise deutlich gestiegen sind. Das heißt, wenn Sie in Basel oder auch in Berlin, Frankfurt, Zürich eine Eigentumswohnung, ein Haus haben, hat sich der Wert dieser Vermögen vervielfacht in den letzten Jahren. Oder auch ihre Aktiendepots. Dazu muss man auch sagen, wenn man ein Family Office hat oder ein größeres Aktiendepot, dann sind danach, auch die Differenziale gegenüber Kleinanlegern nochmal deutlich höher. Das heißt, je höher Sie in der Vermögensstruktur sind, desto bessere Zinsen und Erträge können Sie auf Ihre Aktiendepots erreichen. Und wenn Sie noch andere Wertanlagen haben, wie Immobilien, das heißt, Sie konnten dort mit einem sehr, sehr starken einem Reichtumszuwachs allein durch die Vermögenspreisinflation rechnen. Das hat eine Folge, das sieht man jetzt hier noch nicht so ganz so stark in den Daten, aber erstmal eine starke Vermögenskonzentration im internationalen Vergleich. Die pinke Linie, das ist die Schweiz. Das geht leider nur bis 2010, aber Sie sehen im Grunde, dass es diese Vermögenskonzentration, dass sie
historisch runtergegangen ist als langer Ausfluss des sozialdemokratischen Zeitalters, eines progressiven Steuersystems, der Ermöglichung des Aufstiegs aus der Arbeiterschaft, der Ermöglichung des eigenen Erwerbs von Vermögen durch Personen, die mal aus dem Sozialen unten kamen. Eine auch Politik davon, dass die Staaten bewusst in die Vermögensstruktur auf die eine oder andere Art und Weise, zum Beispiel durch eine Vermögensteuer, eingegriffen haben. Und 1990, mit dem Fall der Mauer, Herr Bossert hat vorhin gesagt, der Kapitalismus hat gesiegt. Ja, das hat er. Gerade ist er aber auch dabei, sich selbst zu besiegen, wenn man so möchte. Nämlich diese sozialdemokratische Epoche hat dem Kapitalismus ja auch einen gewissen sozialen Frieden beschert. Und dieser soziale Kompromiss, der bis 1990 gegolten hat und auch offenbar relativ gut gewirkt hat, der hat sich seitdem, ist seitdem relativ stark erodiert, und Sie sehen, dass die Vermögenskonzentration wieder ansteigt. Und was wir jetzt haben, das ist ein Beispiel aus Australien. Da haben nämlich Soziologen und Ökonomen, die sprechen dort von einem Asset Class System. Das heißt, Sie sehen, wie haben sich die relativen Löhne zu den relativen Hauspreisen entwickelt. Sie können sehen, mit einem normalen Einkommen werden Sie in immer größere Schwierigkeiten kommen, sich ein Haus leisten zu können. Und das hat nicht nur etwas mit der Eigentumsstruktur zu tun, sondern hat auch sehr große Auswirkungen, zum Beispiel dann für Corona. Ich gehöre zu den Privilegierten aufgrund meines hervorragenden Einkommens in der Schweiz. Wir können uns eine Wohnung mit einem schönen großen Balkon leisten. Wir brauchen nicht so stark rauszugehen in die Parks. Ich kann sogar ins Homeoffice gehen und dort arbeiten. Das ist vielen Menschen nicht möglich, nicht nur, weil sie einen anderen Beruf haben und keine Wissensarbeiterinnen sind, sondern auch, weil sie gar nicht den Platz dafür haben. Das heißt, in dieser Asset-Klassengesellschaft wird das Eigentum wieder zum dominanten Ungleichheitsfaktor. Und das ist das Interessante, das war nämlich das, was Thomas Piketty eigentlich für die vormodernen Gesellschaften herausgearbeitet hat. Die alten feudalen Gesellschaften, in denen war es das Eigentum, was die Ungleichheit strukturiert hat. Erst mit dem Kapitalismus, der ja sich selbst auch bestimmte Normen gegeben hat, Leistung. Dort wurde diese Eigentums- und Ungleichheitsstruktur erstmal verändert und das Einkommen der Beruf wurde wieder wichtig. Kurzum, heute können Sie zwar mit Leistung und Qualifikation weit kommen, aber Sie brauchen im Grunde ein altes oder eine vergangene Eigentumsstruktur, einen bereits erwirtschafteten Wohlstand, um nach ganz oben aufzusteigen. Aus eigener Kraft können Sie das in einer Generation fast nicht schaffen, außer Sie erfinden ein Start-up, was wirklich sehr, sehr viele interessiert. Aber das sozusagen, die Start-up-Kultur des Silicon Valley und auch ein bisschen aus Zürich, das sind aber tatsächlich dann die Teller, vom Tellerwäscher zum Millionär-Geschichten, die immer weniger die Regel werden. Soweit zum Wandel der Ungleichheitsstruktur. Und Thomas Piketty hat zum Beispiel, er hat das nicht Asset-Klassengesellschaft genannt, aber er hat diese Faktoren benannt. Er hat gesagt, eine Besteuerung auf Vermögen zum Beispiel, das seien wirksame Maßnahmen gegen diese neue Ungleichheitsstruktur. So, damit Sie jetzt vielleicht, oder vielleicht denken Sie jetzt, ja, jetzt kommt Professor Nachtwey aus Basel, das ist so ein Linker, und der sieht die Sachen doch ganz falsch. Was ich ganz überraschend fand, ich lese Ihnen ein kleines Zitat vor. Die Geldpolitik treibt die Werte von Aktien und Immobilien. Wer Eigentümer von Finanzaktiven ist, profitiert. Die Löhne hingegen sind nicht gestiegen. Genau diese Dynamik hat bereits Karl Marx beschrieben. Wenn man nur noch mit Vermögenswerten statt mit Einkommen sein Leben bestreiten kann, dann haben wir ein großes Problem. Das Zitat habe ich gestern gefunden und das stammt, wie gesagt, nicht von mir, sondern von Philipp Hildebrandt, dem ehemaligen Chef der Nationalbank und einem Topmanager bei BlackRock. Das hat er in einem Interview in Zürcher Tagesanzeiger vor 2 Wochen geäußert. Also das heißt, vielleicht sind sich dann mal die Marxisten und die Marktanhänger dann doch auch mal einig. Die digitale Transformation. Was
in den letzten Monaten und Jahren ja immer wieder dominiert hat, ist aus meiner Sicht eine gewisse Automatisierungsapokalyptik. Die Vorstellung davon, dass die Roboter nun uns jetzt wirklich doch einmal die Arbeitsplätze wegnehmen werden. Eine Vorstellung von einer automatisierten Gesellschaft, und was ich Ihnen jetzt hier mitgebracht habe, das sind Bilder aus den 50er Jahren von das Buch von Friedrich Pollock, Automation, das ist aus dem Jahre 1954. Da hat er schon die menschenleere Fabrik drin skizziert. Das andere Buch ist aus den 60er Jahren und das rechts ist ein Spiegeltitel aus Anfang der 80er Jahre, als Volkswagen die sogenannte Halle 54 einmal aufgebaut hat. Man kann also sagen, alle 10 Jahre gibt es einen neuen Zyklus der Automatisierungsapokalypse. Ist es diesmal anders? Ich habe da meine Zweifel. Denn wenn man sich das anschaut, also das Narration der Apokalypse hält jetzt schon relativ lange an. Man sieht, bis 2017 sind in der Schweiz allein die erwerbstätigen Zahlen einfach immer gestiegen. Das kann man auch für die EU sagen. Also sagen, wir haben jetzt eine große Krise durch Corona, das wird die Arbeitslosigkeit sehr stark nach oben drücken, aber die technologische Arbeitslosigkeit, über die Keynes schon spekuliert hatte, die haben wir bisher in den Daten nicht gesehen. Was man gesehen hat, ist eine Polarisierung in den Berufen. Das heißt, bestimmte hochqualifizierte Berufe, muss jetzt auch immer mittlerweile sehr viel Zeit dafür aufwenden, mit den Studierenden zu reden und mal sagen, wenn sie Soziologie studieren, das ist erstmal ein wunderbares Studium, mit dem sie viel lernen. Und sie werden nachher auch einen interessanten Job finden. Ob sie einen Job finden, mit dem sie richtig gut verdienen, das steht ein bisschen noch in Frage. Denn was man sagen kann, ist, wenn sie bestimmte MINT-Fächer studieren oder eben Informatik, Mathematik, Physik, da haben sie sehr, sehr hohe und stetig wachsende Einkommenserwartungen, gerade in den kulturellen Berufen, die ja für die Deutung der Gesellschaft mindestens ebenso wichtig sind. Dort können sie das nicht in diesem gleichen Sinne erwarten. Bei der digitalen Transformation, ich versuche es hier nur ganz konzise zu fassen, da haben wir mehrere Punkte. Wir haben durchaus so etwas wie eine ubiquitäre Digitalisierung. Das heißt, die Digitalisierung wird in unserem Alltag, in der Lebenswelt sehr, sehr dominant sein, aber auch in den Fabrikhallen wie in den Büros, in den meisten Berufen. Ich habe mehrere Forschungsprojekte laufen zur Digitalisierung, ob zum Beispiel Arbeitnehmende sich durch die Digitalisierung überfordert oder entfremdet fühlen, aber auch wie Digitalisierung gerechtfertigt wird, wie das den Postservice umbaut. In meiner Forschung kann man sagen, es ist eine Herausforderung, aber viele Beschäftigte kommen damit klar und sehen es auch sogar als positiv an, etwas Neues zu lernen dann dazu. Was allerdings ein Problem ist, ist, dass viele Arbeitsprozesse kontingenter, hybrider und polarisierter werden. Das heißt, die Einkommensspreizung, das Problem, was wir in den letzten Jahren haben, die wächst. Aber auch, und das ist ein Element, was wir häufig übersehen, die Zugehörigkeit zu Betrieben, die Zugehörigkeit zu Gemeinschaften, die wird geringer. Das heißt, in Plattformen kann man sich heutzutage nicht nur eine Reinigungskraft bestellen, man kann sich auf Plattformen auch einen Programmierer bestellen. Jemanden, der vielleicht selbstständig arbeitet, aber in meiner Forschung beim deutschen großen Automobilkonzern war es dann häufig so, dass die gesagt haben, war häufig der Fall, wenn die gesagt haben, wir bauen jetzt einen großen neuen Transporter, da kommen dann die Programmierer und die Ingenieure für 3 Jahre aufs Werksgelände und dann verschwinden die wieder, die ziehen dann weiter. Das ist in einer bestimmten Lebensphase auch interessant, aber aus der Lebenslaufforschung wissen wir auch, das ist nicht immer interessant. Wenn Sie dann mal 45 sind und einen Partner oder eine Partnerin kennengelernt haben, dann wollen Sie vielleicht nicht nochmal weiterziehen. Und dann möchte man sich auch irgendwann niederlassen, dann möchte man auch eine gewisse Sicherheit für seinen Job. Und dieses Kontingenzelement, diese Hybridisierung, nie ganz zu Hause zu sein, das könnte tatsächlich ein Problem sein. Und was wir in unserer Forschung sehen, ist, für die Hochqualifizierten ist die Digitalisierung bisher ein Empowerment, ein Mehr an Autonomie.
Aber gerade für die Rider, für die Leute, die unser Essen ausfahren, die Leute, die bei Amazon arbeiten, die erfahren durchaus einen digitalisierten Taylorismus. Eine Vielzahl von Mikrokontrollverfahren, die über die Smartphones oder über die Tasten des Computers verlaufen. Das heißt, die empfinden tatsächlich den Kapitalismus oder sagen wir das Unternehmen dann als etwas sehr stark Entpersonalisiertes. Sie haben gar kein Gegenüber, keinen Chef, der ihnen Anweisungen gibt, sondern eine App. Und der Chef ist für viele Leute, das zeigt sich in unseren Interviews, tatsächlich das Angenehmere, weil von denen bekommt man eine Antwort. Bei den Essenslieferanten, von denen sich vielleicht jetzt während der Pandemie haben auch schon mal was haben liefern lassen, da gibt es eine große Unzufriedenheit bei den Ridern, weil wenn ihnen was passiert, wenn es ein Problem gibt, können sie es nur in die App eingeben. Sie können nicht mal eine Hotline anrufen. Und manchmal müssen sie sehr lange warten, bis die App überhaupt reagiert und sie bekommen dann einen abstrakten Code, der ihre Leistung bewertet. Das hat tatsächlich ein großes Entfremdungspotenzial. Das heißt, wir haben jetzt nicht eine Entwicklung bei der Digitalisierung, sondern mehrere gleichzeitig. Es gibt durchaus eine Humanisierung, aber eben auch eine Dehumanisierung, gerade für die Niedrigqualifizierten. Was wir auch beobachten können, sind sektorale Unterschiede. Das wäre jetzt eher ein Szenario, was ich sehe und was wir aus den Interviews erfahren, dass bei den Banken und Versicherungen durchaus starke Rationalisierungsprogramme stattfinden. Und wir da, Thema Mittelschicht, auch gerade nicht bei der obersten Gruppe der Managerinnen Einbußen an Jobs und Einkommen zu erwarten haben, aber im mittleren Bereich der Qualifikationsstufen dort kann und wird viel wegrationalisiert werden. Bei Pharma, die in der globalen Wertschöpfung, und wir sind mitten in der Corona-Krise, sehen wir das nicht so. Und in Basel, Roche ist jetzt gerade dabei, den dritten Turm aufzubauen. Das heißt, da werden wir eher eine Expansion, auch bei der Wissensarbeit eher eine Expansion sehen. Kurzum, diese Apokalyptik wird sich in unterschiedlichen Branchen ganz unterschiedlich darstellen, nämlich welche Rolle das in der globalen Wertschöpfung darstellt und welche Tätigkeiten man überhaupt automatisieren kann und soll. Und ich glaube, dass wir auch bei diesem Szenario immer Digitalisierung zusammen mit dem Klimawandel denken müssen. Ich habe eine Zeit lang in der deutschen Automobilindustrie geforscht und sagen auch Interviews mit dem Management geführt. Und für die war vor 4 Jahren, als ich dann noch sehr intensiv tätig war, der Klimawandel hat da kaum eine Rolle gespielt. Und man hat sich mal nur gefragt, Apple und Google, ja, die werden keine so guten Autos bauen wie wir. Und es ist nicht ganz falsch, denn man muss sich Autos eher wie Flugzeugbau vorstellen. Das heißt, es ist eine hohe Ingenieurskunst, was man nicht einfach kopieren kann. Und jetzt haben wir Tesla. Das heißt, es hat dann doch ein wenig funktioniert. Und man muss sagen, dass Tesla allein wegen des Klimawandels und auch der politischen Entscheidung, das heißt, es gibt eine stärkere Unterstützung für Elektroautomobil, dass das Elektroautomobil viel schneller und viel drastischer kommen kann, als das vor 3 Jahren noch absehbar war. Und das heißt, hier werden wir große Überschneidungen sehen. Post-Covid, und das ist das dritte Szenario, was in diese Ungleichheitsstruktur mit hineinwirkt. Was man sehen konnte, während, das ist sozusagen das Zeitfenster des Wohlstandes der US-Milliardäre seit 2018. Die US-Milliardäre haben seit der Covid-Krise ihren Wohlstand und ihren Reichtum etwa 1 Trillion erhöht. Es gibt Berechnungen, die sagen, wenn Jeff Bezos all seinen Mitarbeitern auf der Welt bei Amazon $10.000 gegeben hätte, wäre er noch genauso reich wie vor der Pandemie. Das heißt, die globalen Konzerne, die nahezu Monopolisten, die haben in der Pandemie sehr, sehr gut abgeschnitten. Sehr, sehr gut abgeschnitten haben auch Leute, die nicht in den systemrelevanten Berufen arbeiten müssen, aber trotzdem gewissermaßen eine starke Stellung und eine starke Machtposition in der Gesellschaft haben. Universitätsprofessoren, aber auch Banker,
wie sagen allgemein Wissensarbeiterinnen, alle Leute, die in Büros arbeiten können, die White-Collar-Worker. Schlecht abgeschnitten haben häufig vor allen Dingen auch schon die Verlierer, die vorher die Verlierer waren. Nämlich die Personen, die vorher in deren untersten Einkommensgruppen angestellt waren. Die hatten deutlich höhere Jobverluste zu verzeichnen. Man kann einfach sagen, je niedriger sie in der Einkommensstruktur waren, desto höher war zumindest in den USA das Risiko, ihren Job während der Pandemie zu verlieren. Das heißt, Covid hat anders als vermutet die Ungleichheitsstruktur in der Gesellschaft nicht verringert, sondern verschärft. Unter der Hand gab es ganz interessante, paradoxe Entwicklungen. Die Trump-Regierung war gewissermaßen gezwungen, für eine gewisse Zeit eine Art bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Ähnlich auch in Großbritannien. Das heißt, nicht alle politischen Effekte, die wir beobachten können, sind negativ. Aber gesellschaftsstrukturell ist erstmal das, was wir sehen können. Und das ist heute aus der Studie, von der Sie vielleicht gehört haben, der Oxfam-Studie. Man kann einfach es sowohl auf dem Wohlstand ansehen, wie hat sich das Einkommen und das Vermögen der Superreichen entwickelt. Aber auch, und das finde ich sehr, sehr stark, es hat eben nicht nur eine Klassendimension, sondern auch eine ethnische Dimension. Das heißt, gerade weil es in den USA eine starke Überlappung von ethnischen und Klassendimensionen gibt, aber auch hinsichtlich Ernährung, Zugang zum Gesundheitssystem, kann man sagen, dass der Covid-Virus auch durch die Gesellschaftsstruktur eben mehr Latinos und mehr Menschen von einem afrikanischen Hintergrund in den USA getötet hat. Also das heißt, People of Color generell waren dort stärker betroffen. Und das ist, wenn man das auf die Gesellschaft der Zukunft bezieht, nämlich, dass wir in dieser großen Krise, dass die Gruppen, die ohnehin einen hohen Wohlstand, Vermögen, eine hohe Lebensqualität haben, sich sehr gut in der Krise behaupten konnten und ihre Position verbessert haben, aber dass die Leute, die Gesellschaft tagtäglich reproduzieren, wenn wir über die systemrelevanten Jobs sprechen, nicht nur höheren Infektionsrisiken ausgesetzt sind, zum Beispiel, wenn sie eine Verkäuferin bei Coop oder Migros sind, oder wenn sie in den Care-Bereichen tätig sind, in den Pflegeheimen, in den Spitalen. Das sind alles Gruppen, die haben ein deutlich höheres Risiko, weil gleichzeitig in der Lebenswelt einen geringeren Möglichkeiten, dem Virus aus dem Weg zu gehen. Man wohnt in engeren Wohnverhältnissen, hat unsichere Jobs, jetzt nicht im Gesundheitssektor, da sind die Jobs gerade relativ sicher. Das heißt, die Disparitäten, die ohnehin bestanden sind, sind größer geworden. Und aus meiner Sicht ist das nicht nur ungerecht und nicht akzeptabel, sondern stellt im Grunde auch die gesellschaftliche Reproduktion langfristig in Frage. Nämlich eine Gesellschaft, in der gerade die Leute, die sie tagtäglich reproduzieren, sich nicht vernünftig schützen können, einen zu geringeren Gesundheitsschutz haben. Das ist eine pathologische Form da drin. Und mein Eindruck ist, dass diese Kritik an der derzeitigen Gesellschaft eben nicht nur auf die linken Kreise beschränkt ist, sondern dass ein allgemeines Unwohlsein in der Gesellschaft Einzug gehalten hat. Und ich es deshalb sehr schön finde, vom Gottlieb-Duttweiler-Institut eingeladen worden zu sein, um vielleicht einen ganz kleinen Beitrag zu dieser Diskussion zu machen. Das habe ich gerade schon gesagt und möchte aber auch nicht zu lange sprechen, damit wir auch noch gemeinsam genug Zeit haben für die Diskussion. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Nachtwey, für die Ausführungen. Auf dieser Stelle begrüße ich auch wieder Herrn Bosshardt mit zu uns in die Runde. Ich möchte gerade direkt in die zweite Frage an das Publikum einsteigen, damit wir dann direkt auch wieder in die Diskussion kommen können. Ich hoffe, Sie sehen gleich die Frage. Und die Frage ist, was sind aus Ihrer Sicht die Haupttreiber der heute wachsenden Ungleichheit, respektive die Entstehung von neuen Klassen? Ist es die Umverteilung, die Überbewertung von der unsichtbaren Wirtschaft, sprich Finanzwirtschaft, Digitalisierung und Unterbewertung der realen Wirtschaft, die Produktion und Gewerbe?
Ist es Ihrer Meinung nach die Steuervermeidung von globalen Unternehmen und Vermögenden, Aufstieg von plutokratischen Strukturen? Ist es vielleicht quasi ohne gezielte Schuldenerlasse gekoppelt an Reformen geht gar nichts mehr? Ist es Degreeism, sprich der Bildungswahn, dass man ohne Titel auch für Willige kaum gut Aufstiegschancen ermöglichen kann? Ist es die Abnahme der Bedeutung von Gewerkschaften, Geringschätzung von nicht kognitiver Arbeit? Oder ist es gar die besten global vernetzten Städte ziehen die besten Talente an? Dort entsteht die höchste Wertschöpfung. Also entsprechend nimmt der Graben zum Land auch zu von den Städten. Ich bin gespannt auf die Antwort. Wir lassen noch einen kleinen Moment und dann lasse ich die Herren gleich direkt kommentieren, bevor wir in die Fragen einsteigen. Haben wir schon genügend Antworten? Voilà. Ganz klar, die Überbewertung der unsichtbaren Wirtschaft, sprich im Finanz- oder beispielsweise eben auch die Digitalisierung scheint hier an vorderster Front, dann Steuervermeidung von globalen Unternehmen, genau, und dann noch die Abnahme der Bedeutung von Gewerkschaften, die Geringschätzung von nicht kognitiver Arbeit. Ja, ich lasse die Herren mal kurz kommentieren, bevor wir dann in die Fragen einsteigen. Herr Bossert, ich habe zu viel gesprochen. Ja, es ist natürlich ein sehr komplexes Set von Fragen, die sich nicht eindeutig und wirklich klar beantworten lassen. Aber es zeigt, dass es zumindest keine einfachen Antworten gibt. Ich denke, Sie haben noch einen wichtigen Punkt hervorgehoben, Herr Nachtwey, mit der Assetisierung, damit eben, dass eben sehr viele, die schon viel Vermögen haben, in der Regel auch viel Einkommen erzielen, sei es durch Einkommen, regulär durch Arbeit oder durch Kapital. Durch Kapital dann natürlich immer noch mehr. Wenn man das zusammenzieht, hat man ein Bouquet, mit dem man eigentlich heute politische Programme machen müsste und gute Schlussfolgerungen daraus ziehen könnte. Ich würde auch die Demografie noch nehmen, das wird vielleicht auch noch unterschätzt. Wenn wir schauen, wir haben immer mehr Menschen, die in Pension gehen, die werden, das hat dann vielleicht etwas mit Inflation zu tun, das kann ich nicht beurteilen, aber wenn die dann wirklich alle konsumieren würden, Geld ausgeben, weil sie nur noch kurz leben, kann das auch noch einen Effekt haben. Aber es ist klar, es ist auch eine Art von Umverteilung von der jungen Generation in die alte Generation. Auch da haben wir eigentlich keine wirklich gute Lösung. Und eben die Schweiz ist relativ gut abgeschnitten in der ersten Umfrage. Und wir sehen aber auch, wir haben auch in der Schweiz sehr große Mühe mit allen Reformen, ob das AHV, Pensionskassen und diese Dinge sind. Also scheinbar sind wir nicht mehr auch mehrheitsfähig in den Demokratien, um wichtige Dinge auch sauber entscheiden zu können. Das ist eigentlich das, was mir am meisten auffällt, jetzt auch in der ganzen Diskussion, dass sie, wie lösen wir das politisch, auch damit man mit wie wirklich diese Art von Reproduktion der Gesellschaft, die Herr Nachtwey angesprochen hat, auf eine vernünftige Art und Weise hinkriegen, wie damals in der zweifellos natürlich ganz anderen industriellen Welt. Ich möchte direkt auf die Fragen aus dem Publikum eingehen. Eine geht ein bisschen in die ähnliche Richtung, und zwar fragt jemand, weshalb fürchtet die Schweizer Politik die viel mehr respektive bedeutend mehr Erbschaftssteuer zu fordern. Gibt es da einen Eindruck, wäre das auch eine Lösung, eine höhere Erbschaftssteuer? Das wäre eine Lösung. Ich kann Ihnen nur leider nicht sagen, warum die Schweizer Politik befürchtet. Ich weiß es auch nicht, aber ich denke, es hat immer noch mit dem eigentlich gefühlten Wohlstand in der sehr, sehr breit definierten Mittelschicht zu tun. Denen ist der Ernst der Lage auch, denke ich, mit den Pensionskassen, mit der ganzen Demografie noch nicht so bewusst. Vielleicht kommt das noch. Jemand fragt, ob wir nicht eigentlich heute schon Gesetze konzipieren müssten, also quasi ein Auffangnetz, damit eben auch damit Steuern aus den Einnahmen von beispielsweise Robotern oder Automationsleistungen abgeführt werden können, um sozusagen das ein bisschen abzufedern. Ich will gar keine Steuern auf Roboter unbedingt
erheben? Ich würde erstmal Steuern versuchen, auf Unternehmen zu erheben. Das heißt, wenn die großen Tech-Konzerne es nicht mehr schaffen in Europa, und die haben eine ungemeine Wertschöpfung, die Steuern zu vermeiden, weil sie nach Irland gehen oder in andere Länder, wäre schon sehr, sehr viel gewonnen. Ich würde sagen, was wir haben eine Konstellation, wo tatsächlich die Konzerne real global geworden sind. Das, was in den 90er Jahren die große Debatte war, das heißt, wir haben es mit globalen Konzernen zu tun. Und man müsste jetzt sich auch stärker um globale Lösungen dafür bemühen. Und die Schweiz kann da eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Nicht nur, weil sie zwischen verschiedenen Staaten und Staatengemeinschaften vermitteln kann, sondern weil sie ja auch Sitz wichtiger Institutionen da drin ist. Aber wenn man sich global darauf einigen würde, Google, Facebook und vor allen Dingen Amazon anständig zu besteuern und so etwas dann auch wie die ILO einzusetzen, um auf der anderen Seite die Einkommensstruktur auf der unteren Seite zu verändern, da hat man einen sehr, sehr großen Hebel. Aber ja, insgesamt würde ich eher sowas favorisieren wie, also wir haben jetzt etwa 35 Jahre lang von Deregulierung eine Phase hinter uns. Und zwar eine Deregulierung sowohl in Bezug des Arbeitsrechts, aber auch bezüglich der Finanzmärkte. Wenn man sich dann zurückschaut, wie wurde in den USA, ein Land, auf das man ja auch in der Schweiz immer sehr stark schaut, wie wurde in den USA mit der letzten großen Krise umgegangen, der Krise nach dem Börsencrash? Und wir können jetzt sagen, wir haben jetzt eine Doppelkrise. Wir haben die Krise, wir haben eine steigende Ungleichheit, die Folgen der Krise des Finanzmarktcrashes, sozusagen der Kreditkrise nach 2008, 2010, und wir haben jetzt die Corona-Krise. In den USA hat man in den 30er Jahren einen New Deal eingeführt. Der New Deal hatte große Sozialprogramme beinhaltet, große Investitionen. Jetzt muss man vielleicht weniger Straßen bauen, sondern muss in Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit investieren, neue Wasserkraftwerke, Solarparks etc. Hat aber auch damit zu tun, dass man die Steuern massiv erhöht hat. In den USA war der Steuersatz für die, das wäre auch mal ein schönes Element für eine Umfrage, sind wir nur vorher nicht drauf gekommen. Also der Höchststeuersatz für die höchsten Vermögen und Einkommen lag in den USA bei sage und schreibe 96%. Auch wenn man jetzt nicht dahin unbedingt möchte, aber sozusagen, das wurde auch in einer sehr liberalen Konstellation möglich. Und Roosevelt als Präsident hat gesagt, liebe Mitbürger, ich möchte, dass ihr gerne einer Gewerkschaft beitretet. Das sind ja alles Ideen, die heute nochmal aktualisiert werden können. Ich denke, das ist auch eine spannende Frage. Es gibt kleine Anzeichen im Technologiebereich in den USA, dass die Gewerkschaften wieder stärker werden, die Arbeitervertreter, ob das ein Strohhalm ist oder nur eben kurz aufflackern wird, kann man wahrscheinlich jetzt noch nicht beurteilen. Aber die Frage, wie die sehr mächtigen Technologiekonzerne, die immer auch wertvoller werden, wie die wirklich klug reguliert werden, wird eine der zentralen Fragen. Davon bin ich überzeugt. Wir haben ja auch gesehen in China, plötzlich ist Jack Ma während Wochen verschwunden, einfach weil er auch viel zu mächtig geworden ist. Und wenn man China anschaut, spiel nicht mit der kommunistischen Partei, sonst hast du ein Problem. Sieht man, dass natürlich auch dort die Diskussion in der Partei ist, wie kann man die Macht dieser globalen, also dieser global sind sie zum Teil ja noch nicht, aber diese großen Konzerne in den Griff kriegen. Also es ist sehr spannend. Und welche Rolle spielt denn da Europa? Ich denke, wir könnten gerade im Bereich der klugen Regulierung, ohne dass man den Markt abwürgt, könnte man schon auch einiges gut tun. Und man sieht ja jetzt auch, Facebook hat Sammelklagen bekommen in einzelnen Bundesstaaten. Die werden mit sehr großen Strafen jetzt belastet. Klar, die können das wieder einkalkulieren in die Marge. Aber trotzdem, die Konzerne werden auch unruhiger, weil sie weniger Legitimation haben. Und auch innerhalb der Konzerne sind viele Junge nicht mehr einverstanden damit. Und das sind Anzeichen, dass die auch nicht einfach unendlich weiter wachsen können. Das Stichwort ist eigentlich schon gefallen, das Thema Grundeinkommen. Denken Sie, dass das eigentlich ein Thema ist, eine Lösung wäre eigentlich auch, um dieser Ungleichheit entgegenzuwirken? Ich finde es zumindest bedenkenswert und dass man zumindest in so einer Situation wie der Pandemie auf solche Mittel zurückgreift,
was ja Trump für eine gewisse Zeit de facto gemacht hat, allen Amerikanern einen Check geschickt. Das war jetzt zumindest ein kurzfristiges Mittel. Ich persönlich würde es bevorzugen, dass Menschen ermächtigt werden, in ihrem Arbeitsplatz stärker selbst für gute Löhne einzutreten. Das heißt, eine sehr starke Stärkung von Gewerkschaften und gewerkschaftlichen Rechten und auch von Gewerkschaften sich zu organisieren. In der Schweiz ist das keine Praxis, aber oder eine wesentlich schwächere Praxis, aber in den USA gibt es große Anwaltskanzleien, große Unternehmen, die nur damit beschäftigt sind, gewerkschaftliche Organisation zu verhindern. Und ich würde eher sagen, wir müssten vielleicht nochmal in unserer Welt über einen neuen Begriff von Bürgerrechten sprechen, nämlich: Gibt es nicht nur ein Bürgerrecht, was sich auf die Unversehrtheit meines Körpers, der meiner Meinungsfreiheit, meiner politischen Freiheit beruht, sondern nicht auch eine Art wirtschaftliches Bürgerrecht? Nämlich, wenn ich arbeite, einen anständigen Lohn zu bekommen, der es mir erlaubt, ein würdevolles Leben mit mir und meiner Familie zu leben, aber auch ein Bürgerrecht darauf zu haben, in den Unternehmen eine angemessene Mitsprache zu haben. Wir wissen auch alle, zu viele Leute in einem Raum machen das manchmal etwas kompliziert, aber viele Beschäftigte wissen sehr, sehr gut, wie ihre Arbeit vor Ort in ihrem konkreten Bereich gestaltet werden kann und dass die Leute da ein Mitspracherecht haben sollten als Form eines Bürgerrechts. Das halte ich für eine gute Idee. Das wäre eben eine etwas andere Denkweise. Das heißt nämlich zu sagen, man lässt es nicht zu, dass in den großen Niedriglohnsektoren solche Löhne gezahlt werden, sondern ermöglicht es auch gesetzlich ganz strikt, dass es dort eben eine Mitarbeitervertretung gibt. Ja, ich würde das gerne unterstreichen, auch von meiner Seite. Ich finde das Stichwort wirtschaftliches Bürger finde ich eigentlich sehr, sehr gut, weil Menschen brauchen ja auch, und jetzt spricht der Philosoph in mir, brauchen ja auch Anerkennung und Selbstbehauptung. Sie wollen durch Arbeit sich bestätigt fühlen. Und wenn man tätig ist und mit Menschen im Austausch auch stolz ist auf die Leistung, die man erbringt für andere, ist es ein anderes Selbstwertgefühl, das man erarbeitet, als wenn man einfach Geld bezieht. Ich befürchte auch Corona nur Geld verteilen, was in einer kurzen Frist absolut nötig und richtig ist. Aber auf die lange Frist, das sieht man auch bei Langzeitarbeitslosen, ist das menschlich nicht befriedigend. Dann haben wir noch eine Frage zum Thema der demografischen Entwicklung. Das ist auch bereits als Stichwort gefallen. Hier im Sinne von, wir spielen sozusagen diese Prognosen mit rein. Es wird vermutet, dass diese arbeitsmarkttechnisch eben auch zu noch mehr Fachkräftemangel führen wird. Wie wird dieser Einfluss von der demografischen Entwicklung von Ihnen beiden beurteilt? Ja, für den Arbeitsmarkt selbst beurteile ich das sogar relativ positiv. Es wird zwar immer über den Fachkräftemangel gesprochen, aber es setzt erstmal einen Anreiz an den Staat, besser ein besseres Ausbildungssystem zu entwickeln und sich auch besser zu überlegen, wie kann man Berufe, zum Beispiel in der Pflege, gibt es häufig einen Fachkräftemangel, wie kann man die attraktiver gestalten? Und das Zweite, es erhöht zum ersten Mal die Verhandlungsmacht von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf dem Arbeitsmarkt erheblich seit Jahrzehnten. Das heißt, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind nicht mehr gezwungen, jeden Job anzunehmen, diese Situation, sondern können sich aussuchen, welchen Job sie annehmen. Und dieser Fachkräftemangel, der spielt seit Jahren schon auf der mittleren und höheren Ebene eben von sehr Hochqualifizierten eine große Rolle. Und das heißt, wenn Sie jetzt bei Roche oder Novartis in Basel anfangen, wunderbare Arbeitsbedingungen, also sozusagen von Kindergärten, Supermärkten auf dem Betriebsgelände, da ist wirklich alles organisiert, dass die Menschen sich wohlfühlen, weil dort eben die Konkurrenz um die Fachkräfte hoch ist. Und jetzt haben wir vielleicht sogar die Möglichkeit, dass dieser Effekt, die Konkurrenz um die Arbeitskräfte, auch die Unternehmen ein wenig überzeugt, die Arbeitsbedingungen für weniger qualifizierte Personen zu erhöhen. Noch ein bisschen eine grundsätzliche Frage. Wieso ist eigentlich Eigentum so
wichtig und ein zentraler Hebel für sozusagen als Anreizmodell. Die Finanzkrise, denke ich, hat ja gerade gezeigt, dass eben Eigentum ja sich in Luft auflösen kann oder eigentlich gar keiner auch ist, je nachdem, wie das Finanzsystem funktioniert dahinter. Ja gut, also die Basis der modernen Welt ist natürlich, der freien liberalen Wert ist natürlich das Schaffen von Eigentum, und das hat natürlich in erster Linie damit zu tun, dass man Immobilien besaß, wenn man es traditionell von der Geschichte her anschaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es klar, die Formel schaffe, schaffe, Häusle baue, als das Ziel einer aufstrebenden Mittelschichtsfamilie war, ein Haus zu besitzen und ein Auto kaufen zu können. Das war eigentlich lange Zeit das Ziel, aber das ist natürlich in der digitalen Welt abgeschliffen worden. Die Sharing Trends, das wird auch interessant sein, wie weit die jetzt zurückgeworfen worden sind. Ich glaube, sie sind etwas zurückgeworfen. Auch Sharing, wenn man Uber nimmt und all diese Entwicklungen, sehen wir, das ist auch nicht unbedingt das A und O. Ich vermute oder kann mir gut vorstellen, dass jetzt mit der Krise gerade für Leute, die nicht im urbanen, engeren urbanen Raum wohnen, zum Beispiel der Besitz eines Automobils noch wichtiger wird. Auch die Sachwerte werden wichtiger. Also wenn man die Assetklassen anschaut, von Oldtimer sammeln im Automobilbereich, über teure Weine sammeln, über Uhren sammeln, alles, was irgendwie auch noch Sachwerte sind, die man notfalls, wenn es wirklich jetzt eine Krise gibt und die Geldentwertung kommt, hätte man dann doch noch einen Besitz, den man auch als Asset sonst noch einsetzen könnte. Also das ganze Thema Eigentum ist natürlich eng mit der bürgerlichen Gesellschaft verwoben und wird man vermutlich nicht so schnell wegkriegen. Ja, Herr Bossert hat da völlig recht. Karl Marx hat über den Arbeiter im 19. Jahrhundert die Geburt des Lohnarbeiters in der modernen Gesellschaft gesprochen. Er ist doppelt frei. Er ist tatsächlich ein freies Rechtssubjekt, aber er ist auch frei vom Besitz an Produktionsmitteln und muss sich zum eigenen Überleben beständig verdingen durch den Verkauf seiner Arbeitskraft. Mit anderen Worten, Eigentum erhöht die Freiheitsgrade. Das Eigentum sozusagen ist ein mehr oder weniger universelles Recht. Ich kann andere davon ausschließen und es gibt mir aber auch bestimmte Freiheitsgrade, Dinge zu tun. Deshalb hat das eine sehr starke, mittlerweile anthropologische Konstante in unseren Gesellschaften. Ich würde aber deshalb auch sagen, vielleicht müssen wir genau an dieser Frage des Eigentums ein bisschen arbeiten. Es geht mir jetzt gar nicht darum, dass nicht jemand ein Privateigentum haben sollte, wenn dann ein wunderbarer Liebhaber von meinetwegen Oldtimern oder Platten ist oder sonst irgendetwas. Aber ob es nicht notwendig ist, in unserer globalisierten und vernetzten Welt andere Formen des Eigentums zu entwickeln. Zum Beispiel zu sagen, Facebook, das ist eigentlich eine Infrastruktur und die sollten wir gar nicht mehr dem Privateigentum überlassen, sondern wir sollten uns das eher wie die Strom- und Wasserleitungen in unserer Gesellschaft betrachten. Das brauchen wir zur täglichen zur Kommunikation und sollte halt in einem Gemeineigentum dann auch demokratisch nach besten verwaltet werden. Das heißt, der Eigentumsbegriff wird aus meiner Sicht in den nächsten Jahren aufgrund der gestiegenen Ungleichheiten, weil sie eben sehr stark mit Sets verbunden ist, aus ganz verschiedenen Aspekten sehr stark unter Druck und herausgefordert werden, unter anderem auch wegen den globalen digitalen Monopolen. Ganz herzlichen Dank für die Einschätzung. Wir sind praktisch schon am Ende. Ich möchte aber trotzdem noch eine letzte Frage aufgreifen. Und zwar, wenn Sie als Schlussvotum noch einbringen möchten, was wäre eigentlich die wichtigste Maßnahme, die man jetzt aus Nationalstaatensicht angehen müsste, um Ungleichheit zu bekämpfen? Soll ich zuerst? Also, ich würde tatsächlich sagen, mit einer Steuer für die Großvermögen beginnen und sagen, ich würde einen politischen Prozess starten und sagen, wir sprechen darüber, mit einer Million kann man ausgeben, man kann wahrscheinlich auch 10 Millionen ganz gut ausgeben, aber ab dem dreistelligen Millionenbereich, dann wird es ein bisschen knapp. Und man sollte jetzt vielleicht auch das sozusagen die Familienunternehmen schützen.
Das heißt, dass sagen, dort weiter produktiv gewirtschaftet werden kann. Aber darüber bräuchte man einen Prozess. Und da würde ich sagen, das ist ein Vermögen, das würde ich sagen, stärker besteuern, um gesellschaftlich sinnvolle Dinge zu machen, um Umverteilung zu erreichen, um die Riesenunterschiede der Ungleichheit zu verringern, weil nämlich die ökonomischen Ungleichheiten sich ab einem gewissen Punkt auch häufig in politische Ungleichheiten übersetzen, in Macht und eine Gesellschaft, wo dann die Bürger dann doch immer weniger gleich sind, weil sie auch ökonomisch ungleich sind, das sozusagen schadet dann am Ende auch der Demokratie. Und deshalb wäre das auch eine sehr demokratische Reichtumssteuer. Gut, das ist ein gutes Schlusswort, Herr Machtfrei. Gut, alles klar. Ja, dann wir sind schon im Alltempo quasi durch die Veranstaltung gegangen. Vielen, vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie sich hier auch den Fragen noch gestellt haben. Ich möchte jetzt bereits noch erwähnen, dass Sie eine kleine Umfrage bekommen nach am Ende dieser Veranstaltung per E-Mail. Und das interessiert uns natürlich, was Sie zu dieser Veranstaltung sagen, ob es Ihnen gefallen hat. Und ebenfalls morgen erhalten Sie auch einen Link zur Aufzeichnung dieser Veranstaltung. Und ja, an dieser Stelle bleibt es mir eigentlich nur noch, mich ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich möchte Sie noch ganz kurz darauf hinweisen, auf unsere nächste Veranstaltung, nämlich den diesjährigen Trendtag, der findet am 10. März statt. Dort diskutieren wir mit namhaften Referentinnen und Referenten die Frage zur Zukunft der Begegnung, wie wir uns morgen treffen werden. In diesem Sinne, vielen Dank und machen Sie es gut.